I
Sí, la última vez. Komische Anlagen gemacht. Ich habe nie gesehen, was da drin war. Das ist das ganz wild gemacht. Es wäre ja aufs Absicht war, aber das ist viel gut. Ich habe die Noppe komplett falsch gemacht. Eine lange Noppe. Und ich dachte dann nicht. Also ich verstehe es sogar. Ich sage, ich spiele hier einfach, hier weiß ich nicht, ich spiele die Noppe rein. Ich komme nichts zurück und ich kann eigentlich ziehen, oder? Ja. Kann ich eigentlich ziehen, oder? Oder ich komme ohne. Ja? Aber es klappt halt einfach bei mir. Ich habe dann einfach die Schläge bekommen, weil ich so schlecht bin. Oder weil der Ball halt einfach, weil sie so lang waren, halt so kurz kommt. Das heißt, ich habe ganz schnell getan, so ziehen. Das sind halt die anderen, aber nicht komplett. Gegen noch immer so einfach. Einen Ball schuppen, den einen ziehen, einen Ball schuppen, den einen ziehen. Ja. Und dann kommen die Bälle auch. Und du hast gemerkt, die hat sich relativ gut bewegt. Ja, das hier schön abwechselnd, einen Ball in die Vorhand schuppen, den anderen in die Rückhand ziehen. Ja. Jetzt auch immer auf eine Seite. Ja. Ja. Gut, wenn man einen Ball zurückläuft, dann ist das. Ich habe einfach zu viel ins Netz gehauen, was einfach nicht ins Netz gehört. Sie spielen ja alle gerade. Also ich spiele schon jeden. Es sind zwei Gruppen. Ja, okay. Kann sein. Ich hatte die anderen nicht viel, so 1000 oder so. Aber es ist halt mit wahrscheinlich blauen Dinge nicht so hart. Ich spiele die auch bei mir. Ich weiß es nicht. Aber du bist ja auch noch mal auf deinem Punktestand, wo du eigentlich hingehörst. Aber wenn du zwei Punkte dran, Alter, ich mach das so scheiße Spiel. Also, es gibt. Das verstehe ich. Das ist ja. Thomas hat auch ganz ein hartes Leben. Ich muss hier damit machen, ich glaube. Das ist eine Florian Baum, die hier im Fall. Kommt ihr manchmal? Ja, der spielt gerade mal. Ich mein erstes Jahr spielen. Das ist mein Chemielehrer. Echt? Ja. Geil. Ich hoffe, komm ich mit dir in den Mann, dass das jetzt gut. Wenn ich will. Nee, der ist gut. Kann ich spielen? Wenn ich hochkomme? Ja, du kannst spielen. Du hast ja eine Spielerbedingung. Ja. Die sollen durch sein. Also, du kannst durchaus auch wenn du das ist ein Königsmoment und wenn
und dann will ich niemanden haben. Dann komm ich. Dann weiß ich dich. Das passiert jetzt wahrscheinlich eh öfter. Dass du auch so kann es durchaus vorkommen, dass du ausmachen musst. Sind die so wenig? Oder ist es einfach krank? Oder? Sieht schon mächtig aus, wie das spielt. Und Thomas? Machst du nichts? Ja. Wenn ich jetzt noch untergegangen trainiere, ich denke, wenn man die Schnittanfang weglässt, ne? Ja. Dann diagonal kommen, wo dann eine ganze rauskommt. Ja. Oder sich erstens dunkel angefangen zu nehmen. Ja. Und wenn er die drauf steht, dann muss er auch Gräber zurück. Ja. Dann kann er sehr schnell. Ja. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja, gehört. Ich hab gehört. Ja, was? Der bewegt sich wie bei der 50-Jahr-Regel. Zu null. Also 42. Das letzte Mal schon gegen ihn gespielt. War auch 3-1 mit Siegerei. Ich hab die Frage 3-0 gespielt. Ich weiß nicht, was ich da. Die Frau hier ist am Los. Ja, ich weiß. Weil ich kenne die auch, die hat die letzten Jahre. Und? Ich habe nicht gegen sie spielen dürfen. Ich habe richtig gepokert. Ich habe ja alles verloren. Ja. Dann, Digga, jetzt hat die 1 gewonnen. Ja. Und dann reingeschissen, weil ich alles verloren habe. Die haben 1200 Punkte. Das heißt, wenn du gegen sie gewinnst, machst du die übrigens was übel. Das lohnt sich. Ja, ich weiß schon. Also ich habe das nicht gemacht. Ja, das auch, ja. Das ist ein kleiner Satz gesehen. Na ja, spielt euch in die Ist das schon 2000? Nein, 3850. Ja, genau, weil die Bank hat ja sauber, dass das war. Eben, ich habe die Tabelle angeguckt. 1120 ungefähr, ja. Und der Mühlige, nee, du hast sogar mehr. Nein, warte. Doch, bei dir passt und du hast 1010, so rum war es. 1000? Doch, ich bin wahrscheinlich nur mal. Weil für dich ging die Frau was? Ja, vor. Na, vielleicht 1-2 Punkte. Ja. Also ab einem Abstand von über 150 verlierst du nichts mehr. Aber du bist noch unter 150, das heißt, du wirst 1-2 Punkte verlieren. Bitte? Ich weiß nicht, also ich weiß halt nicht, ob ihr 150 Abstand habt. Wenn ihr 150 Abstand habt, dann verlierst du nichts. Ich habe ja zum Beispiel nichts verloren, das letzte Turnier, weil die waren alle 150 Abstand. 150, ja. 100, 100, 1000, 100. Nein, 150 Abstand.
Abstand. Also 150 Abstand, ach so, ja. Es geht um den Abstand des Gegners, wenn du halt zum Beispiel. Ja, klar. Ich hab nur gedacht, dass die alle auf der ewigen 1050 Euro, das macht er gar nicht. Zum Beispiel gegen Janik verdienst du nichts. Ja, weil der hat besser so geschmeidige 790. 790 Punkte mehr als du. Ja, aber wenn ich gewinne, dann kriegst du die maximal 20 Punkte und er kriegt die 20 Punkte minus. Genau. Das würde sich nicht einer einfallen. Ja, weil, weißt du, der kriegt hier, was ich nie minus mache. Das ist ja viel immer so. Weil die alle so low sind. Er spielt, weil er einen bzw. vielleicht zwei Punkte bekommen könnte. Alter. Ja. Das dauert ja dann ewig. Ja. Weißt du, muss auch richtig große Turniere. Ja. Oder? Du spielst gegen richtig gleich. Ja, ich glaube, die werden nach oben halt immer weniger. Und die werden dann halt auch immer besser und dann ist er stimmt. Du gewinnst es vielleicht auch nochmal, ne? Genau. Ja. Dann, ich habe den Herrn Eisner gefragt, ich habe 2 und 1 übrigens. Also muss ich jetzt warten. Auf was? Auf die Klausur. Naja, gut. Naja, aber wenn du 0 hast, bringt, dann bist du. Ja, dann brauche ich 3. Dann sind wir immer 3 reinballern. Ja. Der Zusammenfassung? Ja. Der Fall Weber. Nee, dann Braun. Braun mit seinen scheiß Powerpoints, ey. Boah. Also bei manchen Sachen, da finde ich jedes Verständnis. Skripts in Physik auszuteilen, die falsch sind, das ist wieder zu sind. Dann habe ich keinen Schwanz. Ich glaube, ich brauche Erwachsenen-Kohle. Ja, genau. Auch Hopfenlimonade. Das ist von einer Dreiviertelstunde, hast du wieder Alkohol. Bitte? Janik hat sich halt gestern richtig die Riemen weggeschossen. Oh je. Der hat den Lachs gestern ordentlich gebuddert. Schauen wir morgen. Und eigentlich ist nichts mehr frei. Ja. Dann schauen wir vorhin, ne? Ja. Ich brummt der mal. Schmerz. Das ist auch mal auf den Kopf, da bist du nicht zu. Ja. Und ich trinke zu wenig. Oh ja. Oh ja. So zwei Faktoren, die wirklich. Ach, noch war ich, hab dir was gereicht. Was dabei? Ja, Wasser. Da war schon. Mit den Thermoskanne. Ist ja auch Wasser dabei, das ist das Bier. Dann nimmst du ja Erwachsenen, oder? Ja, nee, du, lass mal lieber. Ich würde ganz gern. Boah, dann werden wir hier aufnehmen. Alter, ey. Sehr gut. Ein Glück. War ja eine Schande, wenigstens. Ja, wirklich. Das ist das. Ich komme selber hin. Stell dir mal deine Schwester vor. Stell dir mal deine Schwester vor. Komplett verpeilt. Die Stille macht es halt auch. Wenn du kurz überlegst, was machst du jetzt? Was sagt man jetzt? Also, wenn ich jetzt einfach auflege, dann ist es immer noch nie, oder dann sage ich noch irgendwas. Das ist ja irgendwas. Stell mir vor, deine Schwester vor. Ich glaube sogar Schwester. Ist sie wenigstens hübsch? Keine Ahnung. Ich muss mir sie ja vorstellen. 10-jährig. Ja, wahrscheinlich. Hopp, wenn ich mir gut vor. Hast du heute eigentlich eine Klausur geschrieben? Nee, ne? Doch. Okay. Nein. Ich kann wieder rausgehen.
ich habe halt das Laufen, das ich gestern mal dermaßen demoliert. Ich war gestern noch laufen danach. Sau. Das habe ich wirklich. Ich habe da auch bis zur Hälfte, dann ist mir das, da ist mir quasi der Strahl Blut aus der Nase geschossen. Da musste ich Fahrradfahren noch so ein benutzten Taschentuch tragen. Alter. Ja. Bin ich heim. Dann will ich erstmal die Eistonne kauen. Ich hab so Bock, einfach die Eier zu spielen. Das wird echt nicht gut sein, wenn die Eier scheiße sind. Aber bevor ich mal ausgehe, weil die irgendwie, ich meine ja, das ist Mixed-Mannschaften, also die sich halt einfach so leben und ja, ja, genau, von Leuten sind, die halt einfach noch nie das Ziel gespielt haben. Ja, ja, klar. Das wird ja richtig dreckig. Ganz genau. Wenn wir da als bayerische Meister. Vor allem würde ich mich auf diesen Tryhard haben. Wenn wir richtig, wenn wir auch die Trikots bekommen, würde ich nicht trocken. Wenn wir als einzige richtige Mannschaft. Dann müssen wir mal Letzter werden. Ja. Und dann werden wir einfach Letzter. Komplett eingeschränkt. Ich glaube hier, der Hannes, der gibt uns auf. Der gibt uns. Der gibt uns Aktionen frei. Das ist ja neu. Jetzt geht woanders hin. Oh ja. Der wird der Kampf mal das Hübach oder so. Mal gescheite Mannschaft. Das ist oh ja. Leider. Oh ja. Das ist ja quasi alle besser mehr. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, das ist dann wirklich. Ich will aber nicht mal wieder ein Jugendfeier spielen und nicht Herren. Ja. Bei Herren habe ich immer das Gefühl, sie machen nicht ganz so gut, dass das funktioniert. Das Warum habe ich ja Lust gehabt, hätte wäre die Mixed-Meisterschaft. Die deutsche, ja, da war ich auch besser. Weil das niedrige Netz. Also auf wie viel ist das? 2,25? Ja, 2,20 oder so? Das ist eigentlich nichts, ne? Also da springen die halt so hoch. Schau über, da ist sogar genau so richtig überblocken. Da kannst du quasi die Netzkante mit dem Kinn wieder hinsetzen. Oh Gott. Ja, das diese noch auf. Das ist jetzt Satz 5, ne? Weil ich nicht mehr das Produkt habe. Ich weiß wie viel. Nee, gut, ich weiß nicht. Ja, ja. Oh. Der ist auch gut, der ist echt krass. Die sind so, die machen sauer, weil die eigentlich ganz schwer sind. Die Angaben machen sauer, wenn ich mir. Die kriegst du ja eigentlich locker. Die kommen quasi mal hin. So wie ein normaler Dost, wenn du jetzt anziehen müsstest, aber könntest ja. Das ist der Pokern halt. Vor allem, dass du dann falsch stehst. Der Pokern. Das Ei auch kannst du dann eigentlich ganz einfach floppen. Ja. Mal fragen.